Weichheit pur. Sie fühlen jetzt nicht nur die Mikrofaser, die Weichheit, sondern sie sind jetzt auch in der Lage, Weichheit zu hören. Unsere Mikrofaser ist so weich, dass man die Weichheit hören kann. Wir können sie Ihnen leider nicht zum Fühlen anbieten. Aber jetzt sind wir in der Lage, dass wir sie hören können. Ich finde, das hört sich an, als würde ich mit so ein bisschen Schmirgelpapier, und da kenne ich mich wirklich aus, ich werke viel zu Hause, über so ein noch nicht ganz glattes Holz streichen. Jetzt streiche ich mal über unsere Mikrofaser. Unglaublich. Das ist doch unvergleichlich. Ja. Und ich streiche genauso drüber. Und jetzt hören Sie mal, wenn ich über mein Gesicht, über meine Haut streiche. Das hört sich doch an wie ein Borstenschwein, das sich den Arsch an einer Krüppelkiefer schubbert. Oder, meine Damen und Herren? Genau, genau. Und jetzt die Bettwäsche. Das ist so soft, das ist pure easy listening. Ja, 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 ja. Aber ich kann sie trotzdem hören, wie sie mit mir spricht und zu mir sagt: Komm, du schöner Mann, ich will mit dir ins Bett gehen und mich an deine nackte Pfirsichhaut schmiegen. Los, zieh dich aus, du kleines Luder. Ja, 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 Weichheit kann man hören. Oder auch mein letztes Mittagessen. Passen Sie auf. Serbische Bohnensuppe. Nein, 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 hören Sie ganz genau hin, nochmal. Ah, Elsässer Flammkuchen. Die süßliche Kopfnote hatte mich irritiert. Ja, ja, nur hören, ja, nicht riechen. Oder hören Sie mal, wenn ich über meine Hose streiche. Hilfe! Ich will hier raus! Lass mich frei! Das ist Schwanznapping! Und ich streiche genauso drüber. Und wenn Sie ganz still sind, dann können Sie jetzt sogar die Dummheit hören. Passen Sie auf. Und bei mir? Unvergleichlich.